Frage an den Chat vielleicht gerade mal. Müssen Pflanzen draußen angebaut werden? Oder können wir die auch rein theoretisch im Keller anbauen? Dass die halt kein Licht und so weiter bekommen. Wachsen die dann trotzdem? Oder müssen die so wie hier draußen in der frischen Luft sein? Was ist dein liebster Mond? Also vom Mond abgesehen. Ich komme auf den Namen gerade nicht. War auf jeden Fall einer vom Saturn. Das geht theoretisch auch im Keller, aber dann musst du Licht machen, also zum Beispiel mit Fackeln. Ja gut, das haben wir ja sowieso immer, weil sonst ist ja dunkel. Enkelaus, nee, der war es nicht. Ich müsste es jetzt nachschlagen, ehrlich gesagt. Ich hatte es mal irgendwann irgendwo aufgeschnappt, aber... Titan? War es Titan? Kann sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es gibt ja auch so unglaublich viele. Jetzt ist natürlich auch schwierig. So, jetzt lass mal gucken. Was du dran bauen war, ja. Ist ja traurig, ist ja gar nichts. Monster Spawner Zombie. Ich baue das Moped jetzt einfach ab. Guck mich mal. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Licht in die Bude. Was haben wir denn hier Schönes drin? Der hat Methanseen und Regen und hat auch fast dieselbe Dichte der Atmosphäre wie die Erde. Ich glaube, dann kann das durchaus der gewesen sein. Gold Horse Armor, ja, und ein Golden Apple, ja geil. Iridium Ohre, Rotten Flash. Schon wieder hier Samen, noch mehr Rotten Flash, Gunpowder, Bone. Oh, eine Music Disc. Oh, wir müssen irgendwann nochmal unsere Disco machen. Tin Ingot, Bones, Iridium Ohr, Tin Ingot, Wooden Gear, Dark Steel Ingot, Ender Pearl, Nether Quartz, Nether Quartz. Amazing Technicolor Glasses. Okay, wartet. Da müssen wir jetzt einmal ausprobieren. Hey! Hey, Boys and Girls, na, alles klar bei euch? Was ist das denn? Oh mein Gott! Entschuldigung. Es hat sogar genauso viel Rüstung theoretisch wie unser Iron Helm. Oh Gott, ey. Oh, wie cool. So, jetzt haben wir hier zumindest auch mal Glowshroom. Jetzt kann ich in aller Ruhe auch endlich mal abbauen, Freunde. Copper Ore. Ja, wisst ihr was? Ich nehm's mit. Iron Ore. So. Sorcerer's Quartz. Hier haben wir noch ein bisschen was freigelegt gehabt gerade. Copper Ore. Endlich abhauen, also auch mental und so. Ja, vor allem mental, Dönki. Hier ist wieder so wie Copperohr. Warum eigentlich immer nur Copperohr? So, das nehme ich mit. Komischen Blush-Dinger. So, hier ist nichts mehr. Quarzohr, das nehmen wir noch mit. Diese 0,15 Blöcke lasse ich mal alle stehen, ne? So, was haben wir denn hier? Siltstone-Copperohr.
Was war das hier oben? Ach, schon wieder dieses Iron Ore Berry Brush. Relativ viel hier gerade. Oh, ich bin voll. Das ist nicht so gut. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal kurz einmal zurück und wieder kommen. Habe ich ganz vergessen, dass ich ja gelootet habe. Hahaha. Hopp, hopp, hopp. So. Kommen wir noch mal einmal wieder und räumen dann die Höhle aus. Aber das mit den Zombies war jetzt lame. Wo waren die denn alle hin? Da waren doch noch vorhin voll viele da. Oder sind die jetzt alle gestorben, weil wir zugebaut haben? Ich überlege halt gerade, ob wir unseren Garten im Keller machen sollen oder vielleicht doch irgendwo oben drauf. Ja, wenn ich durch, wenn ich zu fett bin. Ich meine, hier draußen ist natürlich auch schön, ne? Gerade so mit der Sonne so ein bisschen. Warum, wenn ich immer nur im Keller rumhängen? Und ich habe übrigens überlegt, ich hatte ja gedacht, dass wir hier unsere, die Fantasy-Werkstatt nachbauen. Aber auf der anderen Seite bietet die Fantasy-Werkstatt halt immer so viel Sachen, die uns hier im Spiel einfach nichts bringen. Deswegen würde ich das vielleicht doch erstmal zurückstellen, das Projekt. Und vielleicht irgendwann nochmal was dran machen. So. Iron. Also wir bauen dann die Fantasy-Werkstatt erstmal nicht schwerpunktmäßig nach. So, dann Monster-Loot. Broken Spawner. Was haben wir noch von Monster-Loot bekommen? Rotten Flesh. Bones. Das war's schon, ne? Okay. Ingots, da haben wir noch ein paar. So. Dark Steel Ingots. Iridium Ohre. Tin Ingots. Das ist cool. Es kommt auch zu Kohle. Coal Orberry. Coal Orberry Bush. Die ganzen Unterschiede einfach, die es immer gibt. Quarz. Nether Quartz, Ender Pearl, Golden Apple. Was heißen eigentlich diese Symbole? Weiß das einer? Also dieses mit den 60 Ingots, 60, ne? Vielleicht die Stärke des Griffs. Warte mal, wie ist das eigentlich hier bei den Sachen? World Domination with Open Blocks. Kann ich das eigentlich lesen? Gucken. Kann ich nicht wegwerfen. Open Blocks. Hm. Ah, okay. Oh, Auto Anvil. The Auto Anvil works just like the Vanilla Anvil, except it runs from XP Juice and can be fully automated. Okay, komm, da brauchen wir Redstone für. Das ist ja cool, dass wir hier so Rezepte haben. Können wir auch so einen Buchständer hin irgendwie mal craften, dass wir da das Buch drauflegen und immer dran gehen können und gucken? Use the tabs on the right on the GUI to select which sides of... Okay, Auto Enchantment Table. The table works in a similar way to the Vanilla Enchantment Table, except it runs off XP juice. Use the tabs on the right side on the interface to select where items or XP can be pulled from. Ist der Vanilla Table, Bookshelf and required to. Okay. Blockbreaker. Deer Trap. Drawing Table. For creating stencils which can be used while painting instead of. Okay, gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Elevator. Item Dropper. The Item Dropper is similar to the Vanilla Dropper, except it drops items without any random. Yes. Bias! User can also control speed of dropped item from GUI with Redstone Power. Guck mal, ein Fan, da können wir einen Ventilator machen. Create Ladder, Paint Mixer,
Haas. Ist ja eigentlich schon. Ist ja eigentlich ganz cool, aber. Sponge, Sprinkler. Warte mal, Sprinkler? Iron Bars, Redstone Torch. The Sprinkler will help fertilize crops up to 4 blocks away. Simply place it above on open blocks. Tank fill with water. Aber ging das nicht eigentlich auch, dass wir das mit den Wasserlöchern machen? Tank, Zone Big Button. Alter, hier ist so viel. Village Highlighter, XP Bottler. The XP Bottler will take XP Juice and bottle it up into glass bottles to create bottles. Oh, enchanting. Items. Wow. Frame Backpack, Cursor, Epic Eraser, Luge. Alter, was zur Hölle. Ich wollte eigentlich nur wissen, was die Symbole bedeuten. Okay, hier kommen noch Anweisungen, bla 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 bla. Uff. Okay, Forester Manual, Open Computers Manual, Materials and You. Like das. Materials and You. Tools. The Lost Pages. Offhand Harvesting. Okay, ist ja schön, dass man das erklärt bekommt. Repairing. Warte mal, was? You use your tools, they take damage. Once all durability is gone, they break. To fix that, you need to repair your tool. You done. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen abgeschnitten hier. Das ist nicht so gut. You don't wait until it breaks. You can repair it any time. Repairing it's easy. Put the tool into the tool station and add it on the tool. There's many multiple parts you can use. Okay, aber... Repairing Tool. Warte mal. Können wir das denn machen? Repairing Block. Aber. Tool. Aber. Das ist lustig, dass die sagen: Ja, nutzt ein Repairing Tool. Aber wie kriegen wir denn ein Repairing Tool? Ja. Ach hier, warte mal. Repairing, Bowl, Pickaxe, Shovel, Hatchet, Kama, Skid, Hammer, Excavator, Rapier, Better Time, Fragment, okay. Ja, steht zwar hier, aber Bolt Crafting, Pickaxe, ist ja schön, aber hier steht nicht, wie wir das Repairing Tool machen können, oder? Turn into the for Valor to the head of the tool. You can also repair your tools while deep under your adventuring far away from your base. To do so, simply take a sharpening kit of the material you need. Sharpening kit, okay, and put it into a crafting grid together with the tool. Ein Sharpening Kit. Okay, so heißt das. Energetic Sharpening Kit. Was? Stone. Welches muss ich denn davon nehmen? Was? Casting Table. Sharpening Kit Pattern. Sharpening Stone. Kann ich gar nicht ausrüsten. Hä? Kann ich die nicht auswählen, sag mal.
Steel Sharpening Kit. Consumes Cast. Was ist das? Stone Sharpening Kit. Das kann ich nicht ausrüsten. Flint Sharpening Kit. Gibt es nicht einfach ein ganz einfaches? Plastic Sharpening Kit. Ja. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, nix haben Ahnung davon. Ja, so geht es mir auch gerade. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich pack mal das. Verdammt, mach das doch. Warum muss er das sich immer merken? Ich pack mal das Buch gerade wieder hier rein. Konnte ich nochmal die Sachen hier aus, also dass die nicht ausgegraut sind. Ich muss hier irgendwie, dass ich mit dem Cursor hier rauskomme, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Na egal. Okay, ja, ist ja alles interessant, aber eigentlich war ja die Fragestellung, was heißen diese Symbole? Irgendwie sind wir da immer noch nicht weitergekommen. Also wenn das von euch jemand weiß, gerne schreiben. So, ich sortiere währenddessen mal weiter ein. Hier rein. Wir haben hier noch Copper. Cobblestone. Copper-Ohre. Kommt hier rein. In die Kommentare. Ja, auf YouTube gerne in die Kommentare, aber ich hätte diese Information natürlich gerne auch schon ein bisschen eher, wenn es geht. Aber im Zweifelsfall gerne in die Kommentare. So, Cobblestone hatten wir doch, glaube ich, auch schon irgendwo, ne? Da ist Cobblestone. So, dann Crafting-Zubehör, Gunpowder, Golden Pineapple. Glowshroom. Die packe ich mal hier in die Naturalienkiste rein, würde ich sagen. Was mache ich denn mit einem goldenen Apfel? Ich würde Sachen auch einfach gerne irgendwo hinstellen, zum Beispiel. Weißt du, dass ich so einen goldenen Apfel einfach mal hier oben drauf stelle, zum Beispiel? Das geht ja leider nicht. Habe ich den erstmal auch hier in die Naturalienkiste mit rein. Die Music Disc packe ich auch mal ins Schlafzimmer. Kommt mal hier in die Kommode rein. So, dann haben wir erstmal alles weggeräumt. Gut. Und nicht vergessen zu liken und das Glöckchen zu aktivieren. Oh Gott, Donkey. Ich finde es immer grauenhaft, wenn man Leute hat bei YouTube. Man guckt sich Videos an, das erste, was man im Video hört. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, abonnieren und das Glöckchen anklicken, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich kann es ja verstehen, warum man es macht, aber es ist halt einfach so... Naja. Ich glaube, du kannst 9 Barren zu einem Block zusammen machen, um Platz zu sparen. Ja.
Ja, stimmt, das geht. Was ist da hinten für ein Gegner? Hier, glaube ich, unter uns. Stimmt. Guter Hinweis, Dunkel. Danke. Ich werde auf jeden Fall drauf zurückkommen. Jetzt gerade sind wir unterwegs. Was ist das hier? Evergreen Leaves. Ist schön, dass die evergreen sind. Müsste auch reversibel sein. Ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen, dass das geht. So, wo war denn jetzt wieder der Eingang gewesen? Das war doch hier. Da. Ich hoffe nur, dass unsere Spitzhacke so lange hält. Dem ganzen Zeug, was wir hier abbauen können. So, wir waren vorhin noch hier vorne, ne? Genau, hier liegen die Sachen auch noch rum. Ist da oben noch was hinter? Ne. Gut. Hier wieder diese komischen Moosblöcke. Kohle. Da hinten gehen wir nachher hin, da haben wir noch nicht ausgeleuchtet, obwohl, weißt du was, egal. Oh, 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 oh. Au. Das ist noch eins. Mann! Den mitnehmen hier? Nö. Okay. Muss ich mal eben schnell aufräumen. Entschuldigung. Immer ausleuchten, wenn dunkel ist, spawn Monster. Ja gut, haben wir jetzt gerade gemacht, aber die waren glaube ich vorher schon da, die Skelette. So, da oben sehe ich noch was an der Decke kleben. Liedohr. Okay. Haben wir noch nicht so viel von gefunden, tatsächlich. Iron Ore, ja, nice. Iron Ore können wir immer gebrauchen. So, und hier ist noch ein bisschen Kohle hinter. Sogar. Ein bisschen ausleuchten. Meine letzte Fackel gewesen. Mal eben welche machen. Können wir ja auch auf der Hand craften. Wie viel Kohle es hier gibt. So, lass mal eben gerade hier zack und zack. So. Der ein Stack gemacht. Ah, schade, das hat immer so rum. Scheiße, das wäre cooler, wenn er die einfach wieder zurück in die Originalposition setzen würde. Nicht Lied, es ist Lied. Wie in. Ach, Led. Led Zeppelin. Aber es wird doch EA geschrieben. Und nicht nur E. Let me know if it's true. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt da aufgenommen habe. Irgendwas Blaues. Decken übersehe ich gerne mal. Aha, aha. So, hier scheint nichts zu sein. Welche. Was ist das denn? Essence Berry Bush? Was? Okay.
Copper. Copper. Mehr Copper. Das hatten wir doch vorhin. Natürliche Sprache und Logik. Ja, da sind wir wieder ganz vorne mit dabei. Der Natürlichkeit sind keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, wir werden nie ein Problem bekommen, dass wir nichts mehr haben, um unsere Öfen zu beheizen. Kopperohr, Kopperohr. Alter, so viel Zeug einfach. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Spitzhacke so lange halten wird. Kohle. Es ist nicht so, dass wir es unbedingt gerade brauchen, aber ich meine, ich nehme es halt mit und wir kriegen dadurch auch Erfahrungspunkte durch Kohle. So, jetzt kommt wieder ein bisschen dunkler. Alles klar, bis gleich. So, das war's hier. Mehr Kohle scheint es hier gerade nicht zu geben. Gut, dann haben wir hier hinten alles erledigt. Was ist das Dunkle? Ist das wieder Schlacke gewesen? Oder ist einfach nur dunkel hier hinten? Ist alles. Mal in der Decke gucken. Man sieht. Okay, alles fertig. Da hinten waren wir schon. Dann müssen wir noch hier lang. So. Kurz ein bisschen ausleuchten wieder. Hier geht es noch voll weit runter. Wo geht sie hin? Oh, ein Shimmering Mushroom. Nehme ich auf jeden Fall mit. Natürlich Kopf auf. Ich höre hier wieder Skelette auf jeden Fall. Aber die sind hinter der Wand. Tinohre. Wir finden halt so extrem viel Kupfer. Ein bisschen Kohle. Ich weiß halt nicht mal, ob wir das alles brauchen werden irgendwie. Unsere Spitzhacke verabschiedet sich gleich. Was wie Kohle! Ja, okay. Das ist jetzt doof. Warte mal, was? Ich mache jetzt mal was ganz Bescheuertes. Nee, mache ich nicht, weil keinen Sinn. Oder macht keinen Sinn. Ach Mann! Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht noch eine Spitzhacke gecraftet habe. Was ist das denn hier? Miner's Delight nehme ich auch mit.
Fly finds a way. Okay. Kann ich schon mal so mitnehmen. Ich muss noch mal wiederkommen, ne? Also, ich kann... Guck doch mal, was hier alles noch ist. Iron Ore vor allem noch. Hier ganz viel Tin Ore. Und da oben wieder diese Coal Ore Berries. So, den muss ich mal kurz hier wegmachen. Ich meine, das müssen wir mitnehmen, Leute. Das geht nicht. Das spielt mein Looterherz sonst verrückt. Noch mehr Kohle. Hier Iron wieder, Quarz. Boah. So viele coole Sachen einfach.